10 Uhr, Punkt Vox Nachrichten, guten Morgen. Die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft beraten heute in Brüssel über die Verschärfung der Sanktionen gegenüber Restjugoslawien. An der Küste und im Westen steigt die Temperatur von 0 auf 2 Grad. Sonst herrscht Dauerfrost bei minus 5 Grad. Es ist schwach windig. Das waren Punkt Vox Nachrichten. Bis gleich. Da mir meine Gesundheit etwas mehr, viel mehr wert ist, viel mehr wert. Balance, das Fitnessmagazin, heute um 18.15 Uhr. Herzlich willkommen in meiner Welt. Manche werden es schon wissen, ich bin Dieter Mohr und habe von Vox die Erlaubnis, Ihnen weh zu tun. Aber keine Angst, meine Lizenz zum Schmerz beschränkt sich nur auf das süße Fernweh. Und das werden Sie ziemlich sicher kriegen. Denn heute führen wir Sie in ein klassisches Fernwehland. Ein Einzug, ne, ins Vox-Mutterhaus, ne, ins die Eingangshalle. War nicht billig, ne? Das sehe ich aber auch hier jetzt. Rezeption, ne? Da sitzt auch schon. Frau Vox, ich habe Ihnen noch so ein kleines Blümchen, ja, als kleine Aufmerksamkeit, weil ich ja jetzt hier auch einziehe, ne? Und Büros über den Aufzug. Ja, sehen Sie mal, ne? Oh, Sie haben auch schöne Blümchen schon gekriegt hier, ne? Ja, Mensch, das geht ja. So, und hier der Aufzug, da ist hier so eine Fernsehwand, sagen wir mal, ne? Ja, keine Kosten und Mühen gescheut, ne? Und hier, da ist ja direkt da der Aufzug, ne? Dann gucken wir mal hier, jetzt müssen wir sehen hier, ne? Weißt du, ja, fünfte Etage drücke ich jetzt mal einfach. Gucken hier, ne? Also. So, jetzt wollen wir mal direkt gucken hier, wo das ist. Guten Tag, ja. Grüße. Wo hier das Büro ist, jetzt auch die Redaktion, ne? Ach, da steht auch das Schild. Da sind wir auf jeden Fall richtig, ne? Da gucken, hier sind keine Chefs. Sie wissen ja auch nicht Bescheid hier, ne? Da ist ja die Redaktion. Das müsste hier sein. Ja, warten mal. Xoff. Dann müsste Infotainment Talk. Gehen wir rein. Guten Abend. Ja, wie? So, alles eine Unordnung hier. Keiner da. Ja, aber das müsste doch sein jetzt, ne? Steht ja dran draußen. Was dran steht, ist auch drin, ne? Ich nehme den freien Schreibtisch hier. Soll mir jetzt egal sein. Die Uhr hier reinstopfen, muss man sich was nett machen. Ja, schöne Blume hier, ne? Also gemütlich haben sie es ja. Neues Büro jetzt auch, ne? Schöne Bilder. Ich pack aus hier, ist doch jetzt egal. Und mal gucken hier. Ja, was haben wir? Oh, den Kaffee nicht vergessen, ne? Muss man immer. Hier, meine Damen und Herren, ja, jetzt habe ich total verschwitzt, Sie zu begrüßen. Sie befinden sich natürlich hier bei Vox, und zwar Xoff, dem Kabarettprogramm. Ja, meine Damen und Herren, ich habe heute für Sie einen Leckerbissen. Wer zu tun? Freunde zu vertun, erschreckt. Montag bis Freitag um 17.15 Uhr präsentiert Ihnen Thomas Welsch Nachmittag mit Themen, die Sie wirklich interessieren. Nachmittag, Montag bis Freitag um 17.15 Uhr bei Vox. Täglich von 10 bis 24 Uhr bringt Vox Nachrichten zu jeder vollen Stunde. Vorgetragen von kompetenten Journalisten werden Ereignisse nicht zu Schlagworten verkürzt. Punkt Vox. Täglich zu jeder vollen Stunde. Punkt Vox. Die Person des Tages zum Thema des Tages. Im Interview werden Politiker, Wissenschaftler, Sportler, Künstler nach Fakten, Motiven und Meinungen gefragt. VisaVox, Montag bis Freitag, 19.15 Uhr.
Wiebke Bruns und Martina Sagurna präsentieren Weltvox, Nachrichten transparent gemacht. Für Leute, die ihren Verstand nicht abschalten, wenn sie den Fernseher einschalten. Weltvox, täglich um 7:45. Vox präsentiert Justus Bönke. Justus Bönke präsentiert Vox Populi. Seine Themen, das, was die Menschen in diesem Land bewegt. Seine Gäste, die, die sonst nicht zu Wort kommen. Sein Auftrag, reden lassen, live vor Ort. Seine Sendung Vox Populi, die Stimme des Volkes, 18.15 Uhr. Die Zeit TV Magazin beleuchtet den Hintergrund aktueller Themen. Zeitgeschichtlich. Die Zeit TV Magazin stellt Zusammenhänge her. Übergreifend. Die Zeit TV Magazin zeigt sich heute um 21.15 Uhr. Heute, 23.10 Uhr, Liebe, Sünde bei Vox.